2 Wochen seid ihr durch den roten Dschungel gezogen. Etliche Begegnungen und Kämpfe gegen Tiere habt ihr durchlebt, auf Bäumen geschlafen und abgestandenes Wasser getrunken. Eure Kleidung fault, durchnässe nun endgültig. Die Hauptstraße Tuzag-Jagan habt ihr im Verborgenen passiert und jegliche Zivilisationen gemieden. Dann könnt ihr vor euch wieder das Rauschen des Meeres hören, Kreischen der Möwen, und mit den Karten von Sari kommt ihr letztendlich dort an, wo vor 6 Jahren die 7 Gezeichneten nach einer Sturmflut angeschwemmt worden sind. Hier erhebt sich nun Helmenport, eine neue kleine Siedlung, die sich immer noch im Aufbau befindet. Es gibt allerdings schon einen kleineren Hafen, ein paar Holzhäuser und ausgetretene matschige Wege. Viele Gespräche habt ihr geführt, als ihr durch den Dschungel gelaufen seid. Wenn ihr etwas hattet, dann war es Zeit zum Reden. 13. Firun, mitten im Winter, und ihr, während ihr noch im Gebüsch kauert, überlegt noch einmal, was denn eigentlich so besprochen worden ist. Wir sollten uns gucken, dass wir ein Boot bekommen. Von daher, du kennst dich am besten mit Booten aus. Ihr kennt euch am besten mit Booten aus. Vielleicht. Wie machen wir das am besten? Wollen wir ein Boot klauen? Wollen wir ein Boot versuchen, erst einmal anzumieten? Die Stadt ist bestimmt besetzt von den Hafarias. Ja, sieht schon klein aus. Weiß nicht, ob sie hier Truppen positioniert haben. Ich würde sagen, wir schleichen uns etwas mal etwas näher ran und werfen ein Auge auf ihren Hafen, wenn sie überhaupt einen Hafen haben. Den Kai oder so. Gute Idee. Gut, dann kommen alle Leute mit, die schleichen können und wollen. Und Rigo schaut sich noch einmal oberflächlich um und schaut dann einmal zu Yalan. Yalan, was ist los? Ich habe gerade nachgedacht. Was sagt ihr? Wir hatten die Idee gehabt, hier reinzuschleichen, beziehungsweise am Rand entlang zu schleichen und der Stadt erstmal von außen zu gucken, ob es einen Hafen gibt und wenn ja, wie groß der ist, dass er da sich ein Bild davon machen kann, sagen kann, jo, mit einer der Möhren kommen wir hier durch den Sturm nach Kunchum, denn Maraskan ist ja umgeben von Sturm, da werden wir auf jeden Fall kein leichtes haben, um einfach wegzukommen. Ich denke, das ist eine gute Idee, wir sollten uns das einmal ansehen. Ja. Dann schätzen, ob wir ein Boot kapern können hier. Ja, vielleicht sollte nur jeder mitkommen, der schleichen kann und ja, so ein bisschen sich in den Schatten drücken kann, damit wir eben sozusagen nicht auffallen, weil wir wollen ja auch gleichzeitig gucken, wie stark und ob die Stadt von Hafaya besetzt ist. Sollten wir da nicht Wascher mitnehmen? Ja, auf jeden Fall. Ja, und selbst wenn wir auffallen, ich meine, hat auch ein hübsches Gesicht, dann zwinkern sie den Fires ein bisschen zu und dann, ja. Dann was? Die Kamerad-Gardisten haben bisher irgendwie ziemlich hart reagiert, das ist keine gute Idee. Das ist nur gefährlich bis dahin, finde ich. Ja, ich glaube nicht, dass sie hier mit dem Angriff rechnen und wir wollen ja auch nicht angreifen, daher. Also, mein nur, falls wir. Wascher könnte für etwas Ablenkung sorgen, falls es hart auf hart kommt. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob die nicht vielleicht irgendwas haben, dass die hier irgendwie Nachrichten ganz schnell verbreiten können oder so. Wir sollten vorsichtig sein. Vielleicht wissen die Städte schon, dass hier Leute auf der Flucht sind und ja. Gehen wir dann. Patro äußert sich einmal. Gehen wir dann irgendwie, nachdem wir ausgekundschaftet haben, alle gemeinsam aus dem Wald dahin oder nach und nach? Ja, so versetzt? Nee. Also wenn wir gut ausgekundschaftet haben, was wir haben wollen, wenn wir die Feindstärke einschätzen können und das Boot dann sozusagen, dann müssen sozusagen mit Elphadaios und noch ein paar andere Leute, die gut schleichen können, sozusagen zum Boot hin erstmal, vielleicht auch schwimmenderweise, um dann erstmal zu gucken, ob das Boot ablegebereit ist. Dann müssten wir gucken, dass wir Vorräte mit an Bord nehmen können. Und ja, dann würden wir uns sozusagen überlegen zu dem Zeitpunkt, wie wir das anstellen wollen. Ob wir versuchen wollen, den Leuten das Boot abzukaufen, ob wir das ja, rüberfahren lassen. Ich weiß nicht genau, wie viele Boote hier wohin fahren. Ich glaube, die Boote, die groß genug sind, dass sie von hier aus nach Kunchum fahren können. Wie viele Leute brauchen wir wohl mindestens für ein Boot, was so hochseetauglich ist, dass es durch den Sturm von Maraskan durchkommt und nach Kunchum kommt? Was meinst du mit dem Sturm von Maraskan? Also, Kunchum ist das gar nicht so weit weg. Habt ihr nicht aufgepasst, Ferdi? Gibt halt Rodrigo ist total entgeistert. Gibt halt Sturmfronten um Maraskan rum. Das ist halt der Grund, warum sich das Wetter hier so hält. Wenn wir den richtigen Zeitpunkt abpassen, dann. Okay. Ja. Also ich würde sagen, wir brauchen ein Boot, was oder ein Schiff, was groß genug ist, um uns alle zu beherbergen. Und so ein Boot ist dann automatisch, also
Mindestens ein kleiner Riverkahn und ich segel uns dann schon durch. Keine Sorge. Erstmal müssen wir uns ein Bild davon machen, wie es dort aussieht und welche Boote überhaupt vor Anker liegen. Das Schiffe, heißt, verzeiht. wenn wir ein Und dann Boot können wir kriegen, uns jetzt. Gedanken darum machen, welches wir Welches wir. kapern oder in leicht von Rigor kaufen wollen. Und erst dann können wir weitere Pläne machen. Und es ist sehr müßig, sich jetzt darüber zu unterhalten, wenn wir noch nichts wissen. Also, alle Mann fertig machen. Wir gehen bald los. Gut. Alle Mann. Wer geht alles wohin los? Schaut man jetzt einmal kurz Daru an. Jalan an. Wir, Alphadaios und Wascher, wir werden uns auf den Weg machen und Helmpol auskundschaften. Gut. Man legt seinen Rucksack ab. Der Rest wird unterwegs hier Lager aufschlagen und Wir müssen bald hier weg. Meine Riemen sehen so aus, als wenn sie jeden Moment nachgeben würden von meinem Rucksack. Scheiße. Ich stell den Rucksack da ab. Meine Kleidung faul, ich will hier weg. Wer sich fähig fühlt von den Matrosen Myria, ich überantworte euch mal, dass ihr versucht, uns was zu essen aufzutreiben. Nehmt Brendigian mit, der kann euch da helfen. Ja, das mache ich. Gut, dann mal los. Okay. Ja, wollt ihr Man schaut erstmal einfach hier da jetzt schon an, der aus sozusagen. der aus dem Dschungel heraustreten oder schleichen, beziehungsweise nicht schleichen, sondern eher sich verstecken? Also ich würde auf jeden Fall vorher nochmal Rodrigo ansprechen. Kannst du auf Rashika aufpassen, während ich weg bin? Ich komme noch mit. Hat Jan doch gerade gesagt, wir gehen doch zu viert. Ich dachte, einer bleibt auf jeden Fall hier im Lager, oder nicht? Ja, also hier bleiben ungefähr noch 7, 8 Leute hier Den beim vertraue Camp. ich nicht. Ja, ich muss aber genauso wie du schleichen. Ich kann Rashika schlecht mitnehmen. Oder er schaut sich jetzt gerade um. Ich weiß nicht genau, wie ich das machen soll. Bleibt und DJ bleibt auch hier, ne? Oder Ja. wieso? Ja, dann Hast du würde ich nicht sie einen Korb für die wahrscheinlich Schlange? wenn Packst du DJ es da rein? anvertrauen. Ja, aber ich würde den Korb auch nicht einfach irgendwo stehen lassen. Darum geht's. Ja, bleibt Rashika im Lager, ist okay. Ja, man schaut Ephadaios an. Ephadaios, wollen wir an der Küste entlang schleichen oder wollen wir irgendwie versuchen, einen anderen Weg zu nehmen? Also ihr habt jetzt Wascha, du drei schleichst doch immer Möglichkeiten. gerne. Ihr habt drei Möglichkeiten. Ihr könnt jetzt direkt aus dem Dschungel heranschleichen. Da wurde halt ein bisschen was von den Baum, von der Baumgrenze abgeholzt, sodass ihr euch dann schleichen. Das ist es nicht, es ist Verstecken zwischen den übrig gebliebenen Wurzeln und den Baumstümpfen. Ihr könnt dann direkt von der Straße kommen, oder aber ihr könnt euch einmal über die Straße hinüberschleichen und dann versuchen, von der Küstenlinie zu kommen. Ja, wir können auch Richtig. einige Meter weit zurückgehen und dann über die Küstenstraße drüber und dann sozusagen am Wasser entlang. Oder vielleicht auch so halb im Wasser. Dass sozusagen uns das Wasser noch ein bisschen Deckung gibt. Also im Wasser, da hinterlassen wir natürlich keine bleibenden Spuren, das ist gut. Da können wir uns aber auch nicht schnell bewegen, falls wir entdeckt werden. Auch wieder wahr. Na, ich würde sagen, falls wir auffallen, dann wirkt es schon komisch, wenn wir da durchs Wasser waten. Also, ich würde sagen, wir nehmen die Route über die Straße und versuchen uns dann vorsichtig an die Häuser heranzubewegen. Alles Denkt klar. ihr allgemein, ist es eine gute Idee, zusammenzugehen? Ich meine, sollte man sich lieber aufteilen, direkt von Anfang an und einzeln schauen? Wir sollten vielleicht versuchen, dass einer von nordwärts, einer von südwärts kommt. Wie wär's denn, wenn ich mir Wascher schnappe? Und wir beide organisieren zu essen. Und Ephadaios und Yalan, ihr schnappt euch hier sozusagen das Boot. Oder beziehungsweise kontert das Boot aus. Ihr wollt was tun? Wir wollen versuchen, Nahrungsmittel jetzt zu organisieren. Zu klauen, zu was auch immer, was man dafür tun muss. Ihr meint hier in Helmport. Ja, genau. Wir müssen ja irgendwas mit an Bord der Schiffe nehmen. Also, wenn wir nicht mit an Bord der Schiffe nehmen, glaube ich, wird das eine ganz harte Zeit, ein, 2 Tage auf See ohne Essen. Natürlich, ich dachte nur einen Moment lang, ihr wolltet mit den anderen auf die Jagd gehen. Verzeiht. Denkt nur dran, Rodrigo, Wascher, dass sich vielleicht die Nachricht unserer Aktion in der Mine bereits unter den Hafaios herumgesprochen hat. Ich erinnere mich dann auch an diesen seltsamen Zauber, ihr wisst schon, mit dem wir damals die Nachricht von der Seeadler erhielten. Ja, deswegen sage ich ja, wir sind besonders vorsichtig. Wir versuchen es erstmal ohne mit den Leuten zu reden, nur mit Heimlichkeit. Und wenn wir damit nicht weiterkommen, dann, naja, dann werden wir uns schon was anderes einfallen lassen. Also ich denke, wenn sich jemand von uns verstecken kann, dann bin ich das. Das bist du auf jeden Fall. Und ich würde dich ganz gerne begleiten, nur damit es auf Nummer sicher geht. Falls doch die Dinge schief laufen, falls wir kämpfen müssen oder, naja. Sehr wohl. Wir werden uns derweil erst einmal ein Bild über die Wachlage vor Ort machen und uns dann die Boote ansehen. Gut.
Teilen wir uns so auf. Nickt man Rodrigo Jalan ernsthaft zu. Hört man ihn noch einmal kräftig ausatmen. Das macht Rodrigo wohl immer, wenn es ernst wird. So, Alphadagas. 2 Wochen marschiert. Jetzt sind wir fast am Ende. Ich kann es kaum noch erwarten, wieder die Gischt zu spüren. Ah, das wird gut. Ich kann es kaum noch erwarten, von dieser verfluchten Insel herabzukommen. Ah, das auch. Endlich wieder auf hoher See. Ja, so ein kleines Glücksgefühl, was sich in Alphadagas Bauch dann auch ausbreitet, wenn er die Möwen über sich kreischen hört. Ich weiß ja nicht, ob Kunchom so viel besser wird, aber vielleicht treffen wir immerhin die Seeadler dort wieder. Ja, Kunchom, was ich schon über Kunchom gehört habe, diese Stadt schläft nicht. Ist das nicht in etwa da, wo Rodrigo herkommt? Na, haben wir schon mal darüber gesprochen, ist doch egal. Ich denke, wir gehen erstmal bis zum Waldrand vor und schauen mal, was wir von Helmborn sehen können. Und von dort aus dann in die Nähe der Küste weiter heran, wo wir die Boote gut sehen können. Und dann wird genau das getan. Gut, ihr kommt jetzt von? Die zwei kommen von? Von Osten, also okay. Südosten. Von Südosten auf Helmborn zu, also aus dem Dschungel, oder? Also nicht richtig, genau. Wir machen am Rand des Dschungels einmal Halt, erklettern vielleicht irgendein kleines Bäumchen, nichts Aufwendiges, und schauen mal, was wir für eine Sicht auf den Ort kriegen. Gut, das ist eine Sich-Verstecken-Probe, wenn ihr nicht entdeckt werden wollt, sie ist erleichtert um 3. Kann ich das auf Schleichen ableiten? Ich weiß nicht, geht das? Johnny weiß das? Weiß ich nicht, ich muss auch noch Machen wir eine Körperbeherrschung. Die Körperwäsche musste alles plus 10 sein, weil Schleichen sich verstecken. Plus 10, minus 3 sind plus 7. Dann mache ich natürlich sich verstecken. Ich wollte gerade sagen, erleichtert 3, muss er wohl haben. Ich wollte nur fragen. Glück gehabt. Boah. Verstecken kann man mit Schleichen plus 10 ableiten. Okay, danke fürs Raussuchen. Hockt ihr euch ab, vielleicht ein paar Meter hier, ein paar Meter da, zwischen den Bäumen verborgen oder den Baumstümpfen, einigen Büschen oder Fähnen, Fahnen, die dann nachgewachsen sind, bald Maraskan holt sich das wieder ziemlich schnell zurück. Geht ihr noch ein paar Meter heran, könnt dann sehen, wie da wohl auch ein paar Leute Holz hacken. Da sind wohl schon größere Stapel aufgebahrt, so dass sie da jetzt keine schon noch stehenden Bäume fällen müssen, sondern nur das, was sie bereits gefällt haben, noch einmal klein hacken. Das sind so 5, 6 Arbeiter, maraskanische Haare, vielleicht Sklaven oder Sympathisanten. Könnt ihr nicht ganz herausfinden. Müsstet ihr euch auf alle Fälle mit denen unterhalten, wenn ihr das wissen wollt. Es gibt 1 Dutzend Häuser, könnt ihr so grob abzählen, allesamt aus Holz. Direkt von hier, also das Holz ist dann direkt hier geschlagen worden, hier aufgebaut. Ihr könnt dann auch hinter dem einen oder anderen Häuschen sehen, wie da wohl ein Schiff, ja, das ist auf alle Fälle an Land noch gezogen oder ist hier aufgelaufen. Das liegt auf alle Fälle auf einer Sandbank auf und ist wohl umfunktioniert worden. Ihr könnt auch einige Stützen sehen. Das ist wohl kein befahrbares Schiff mehr, sondern jetzt umfunktioniert worden zu einem Gebäude. Was sieht man denn so? Helmport ist ja ein Militärhafen. Sieht man irgendwelche Präsenz hier? Oder ein Gebäude, das schreit, hey, ich bin die Baracke? Also sowas wie eine große Kaserne könnt ihr nicht erkennen. Allerdings die Häuser sind noch ziemlich klein. Ihr könnt dann zwischen den einzelnen Häusern durchgucken. Ihr könnt dort 3 Hochseeschiffe erkennen. Einfach aufgrund der Masten. Das muss irgendwie, ja, aus der Entfernung ist das auf alle Fälle letztes Mal eine Seefahrtprobe, um sowas einzuschätzen. Und weil ihr nicht direkt daneben steht, erschwere ich sie euch um 3. Ihr könnt auch ableiten von Boote fahren, das ist aber auch eine Erschwernis. Ich mach das mal. Seefahrt. Jala weiß, was er tut. Meinst du nicht plus 3? Ja, ich hab's falsch eingetragen, sorry. Ach so, du hattest... Dann hab ich 3 THW-Sterne. Genau, du hast noch 3... Nee, hast plus minus 0, ist das dann. Du hast eine Erleichterung von 3 eingetragen, musst aber eine Schwernis von 3 eintragen. Dementsprechend ist es mit 0 geschafft. Also, Everdaios weiß genauso gut wie Jalan. Naja, das eine sind irgendwie 4 Masten, das andere sind 3 Masten und das andere ist 1 Masten.
Das könnt ihr dann so zuordnen, dass ihr da nicht die Masten vertauscht. Das sind auf alle Fälle drei Schiffe. 1-4, 1-3 und 1-1-mastig. Okay, um nochmal auf meine Frage zurückzukommen. Soldaten sieht man hier gerade nicht, oder? Zwei Stück. Die stehen irgendwie auf so einer matschigen Straße herum und gucken den Leuten auf dem, ja, Feld ist es nicht, auf dem matschigen, zugewucherten ja, Baumabladeplatz zu. Und Wenig, sehr, sehr wenig andere Leute, also jetzt keine Bauern, die hier irgendwie rumstehen, keine Leute, die sich auf der Straße herumdrücken, keine Händler, hier ist eigentlich nur tote Hose. die Fläche zwischen hier und dem Dorf, beziehungsweise hier und der Küste, ist die bewachsen und wenn ja, mit was? Fahne, Oder wenn überhaupt. ist die komplett kahl geschlagen? Also Okay, die war, Fahne. also ja, kahl geschlagen mit Bäumen, aber wie gesagt, da wachsen Büsche danach oder sowas. Hier hat man auf alle Fälle nicht brandgerodet. Das ist wieder zugewachsen und da kann man sich auf alle Fälle bis an die Häuser weiter heranpirschen. Gut, Herr Fadarias, dann würde ich sagen, wir schauen gleich mal, wie wir zwischen dem Buschwerk hindurch an die Küste kommen und von dort erstmal ein klareres Bild auf die Schiffe kriegen. Und falls es dann nötig ist, können wir uns immer noch weiter der Ortschaft nähern. Aber ich würde vorschlagen, das machen wir dann, nachdem Rodrigo dran war. Euer Wohlgeboren, also ich kann euch jetzt schon mal sagen, die drei Schiffe dort draußen sind alle hochseetauglich. Das ist gut. Das ist sehr gut. Ich weiß jetzt nicht, ob wir unsere Crew ausreicht, um den Viermaster da zu kapern. Wir sollten auf jeden Fall das Schnellste nehmen, falls die anderen Verfolgung aufnehmen. Fadaios, du weißt, du brauchst pro Mast ungefähr 10 Leute. Und wenn das Ding viermastig ist, dann brauchst du, naja, mindestens 40 Leute. Das ist so die grobe Regel. Wir sollten vielleicht generell versuchen, eher mit etwas Kleinerem hier abzuhauen. Nicht, dass sie uns am Ende noch die halbe Flotte hinterher schicken. Vielleicht. Wenn sich die Gelegenheit ergibt, könnten wir vielleicht die anderen beiden Schiffe sabotieren. Aber das müssten wir dann sehen. Ihr kennt euch da ja mehr aus als ich. Ja, willst du erst Dings abhandeln, weil die sich auch dem Ort nähern, oder sollen wir erst weitermachen? Ja, nee, sonst macht ihr erst weiter. Also, Entschuldigung, dann machen Rodrigo und Wascher weiter, weil da weiß ich auch nicht, was die tun. Ihr bleibt noch weiter abgehockt und könnt den Leuten beim Holzhacken weiter zusehen. Ihr könnt gerne nochmal eine Menschenkenntnisprobe erschwert um 5 machen, wenn ihr das weiter zuordnen wollt. Wenn ihr eine maraskanische Kulturkunde haben solltet, dann wäre sie noch einmal erleichtert. Aber wer das nicht hat, der muss 5. Ansonsten machen wir weiter bei Leutnant Ramirez und bei Wascher. Ich hab die echt geschafft. Ach, Rodrigo und ich auch. Ich dachte nur die Nee, beiden. ich habe das auch falsch verstanden, entschuldige. Natürlich. Ja, einfach meinen Wurf ignorieren. Guckt Roscha an. Roscha, wo wollen wir lang? Durch das Feld da vorne und zeigt auf diese Baumstümpfe, wo man sich verstecken kann. Oder irgendwie da flusswärts. Ich möchte ungern über die Straße einfach offen gehen. Ich denke, durchs Wasser, also flusswärts, wäre besser und einfacher geeignet. Durchs Wasser, wie machen wir das? Einfach Kopf unten halten und durchschwimmen? Also, Fluss gibt es hier nicht. Ihr könnt euch das Nein, nein, übrigens das erst nochmal Meer. auf der Karte ansehen. Ihr könnt in beliebiger Entfernung dann über diese Straße, also Helmport liegt ja wirklich ganz abseits und die große Hauptstraße ist schon ein paar Tagesreisen her gewesen, die Tutsak-Jagan-Straße. Also ihr geht da einfach in irgendeiner Entfernung über die Straße. Ihr könnt halt über die Straße kommen, direkt auf das Dorf zu oder einmal von der anderen Seite kommen und dann am Meer, am Strand entlang gehen. Das geht auch. Ja, am Strand, also wir wollten eigentlich durchs Wasser, damit man sie sieht und dann vielleicht so mit Bambusrohren oder so atmen, das war jetzt der Plan. Okay, das heißt, dann kommt ihr wirklich von der Meeresseite aus. Das ist eine gute Idee. Ja. Würde gehen. Ja, also einfach über die Straße hinüberschlagen in einiger Entfernung. In der Zeit können dann Evadaios und Jalan weiter auskundschaften. Ich sage mal, das dauert jetzt 10 Minuten. Dann seid ihr auf der anderen Seite, ungefähr am Strandseite. Geht halt nochmal 10 Minuten, sodass ihr nicht von den Schiffen entdeckt werdet. Und dann könnt ihr euch hier. Also irgendwo habt ihr dann Bambus euch abgerissen, könnt ihr dann einmal abschlagen und dann macht ihr euch so ein kleines Bambusröhrchen fertig. Wo wir dann lang schwimmen. Genau, das Wasser ist auch angenehm warm. Wie gesagt, wir haben tiefsten Winter, aber durch die Sturmfront, die ihr in einiger Entfernung sehen könnt, also einige Meilen weiter draußen, könnt ihr dann das Unwetter sehen. Da blitzt es auch ziemlich heftig.
Da kommt ihr nicht mit einem normalen Ruderboot durch. Das muss wirklich hochseetauglich sein. Ja, schlagt euch ins warme Wasser. Schöner Sandstrand, der dann hier ausläuft. Vielleicht nochmal ein bisschen Jagdgras aus dem Weg gehen, was hier irgendwie sitzt, mit dem ihr aber auch schon Bekanntschaft gemacht habt, ne? Also in den 2 Wochen habt ihr auch einiges dazugelernt. Und dann steht ihr mit Bambusröhrchen bewaffnet im knietiefen Wasser, könnt noch weiter runtergehen und taucht dann ja, mit dieser Atemhilfe in Richtung Helmpott. Ja, zumindest versuchen wir das so. Gut, Schwimmprobe. Es ist eine Erleichterung von 2 mit diesem Blasrohr, aber ich würde sie euch trotzdem einfach mal erschweren, um, ja, sagen wir, plus minus 0. Also einfach eine ganz normale Schwimmprobe. Und dann kommt ihr nach langer Zeit, also Jalan und Ephadaios werden da dann noch weiter herumkundschaften. Kommt ihr dann an. Für Rodrigo ist das gar kein Problem. Wascha hat allerdings ein bisschen Probleme mit ihrem Bambusrohr. Die Idee kam zwar von ihr, aber ihr geht immer und immer wieder die Luft aus. Vielleicht ist das Bambusröhrchen nicht ganz dicht und Wasser kommt rein in den Mund, was dann immer für Schreckmomente sorgt. Sodass sie das ein oder andere Mal auftauchen muss und von Wascha brauche ich dann eine Sich-Verstecken-Probe, damit ihr Kopf dann relativ schnell wieder nach unten kommt, sonst hat sie ein Problem. Ist die auch erschwert dann um den Wert, den ich verkackt habe, oder ganz normal? Genau, machen wir so, plus 2. Ja, dann guckst du mit dem Kopf wieder nach oben, musst dann einmal an deinem Bambus herumfriemeln und ja, hältst dann den Finger an die Stelle drauf, wo es irgendwie undicht scheint. Kannst dann aber auch sehen, du kannst große alanfanische Segel erkennen, die nicht gehisst sind, aber das viermastige Schiff oder dreimastige Schiff, du bist ja nicht ganz sicher, dein Kopf geht schnell wieder nach unten, du kannst auf alle Fälle sehen, dass wohl irgendjemand gerade hinten am Heck stand. Und du bist hier nicht ganz sicher, ob sie dich gesehen haben, aber es könnte zumindest sein. Wie weit ist Rodrigo von mir weg beim Schwimmen? Wahrscheinlich direkt Wahrscheinlich neben direkt. dir. Dann würde ich ihn mal so ein bisschen anstupsen. Dann hält man sich kurz inne und dreht sich sanft und langsam. Man darf das Röhrchen ja jetzt nicht überstrapazieren. Das Wasser ist ja glasklar, nehme ich an. Glasklar, es ist auch salzig, ne? Also es ist meerklar, aber ja, glasklar, Kann dann auch im werdet ihr Meer natürlich gucken. als Schemen auch erkannt, aber ihr könnt dann tief genug tauchen, das ist okay, das gestehe ich euch zu, dass ihr da dann erstmal verharren könnt an der Stelle und dann seht ihr vielleicht aus wie große Frösche oder so. Ich meinte erstmal, es geht darum, dass ich Rodrigo quasi mit der Hand ein Zeichen mache, aber da ich ja ein dunkelhäutiger bin, denke ich mal, im hellen Wasser sieht man es trotzdem, wenn ich mit dem Finger irgendwie nach oben zeige, nach dem Motto, mich könnte einer gesehen haben, Das muss jetzt obviously. alles über Attack passieren. Also, du Okay. würfelst Attack und Rodrigo würfelt Attack. Wenn das nicht erleichtert ist, finde ich das sehr komisch. Also grundsätzlich Attacke nie. Also ja, diese Sprache hat eine Maximalkomplexität von 12. Kommt jetzt halt drauf an, Ich was sie sagen. höre aber das Charisma wieder, weil ich sehe es nicht ein, dass es hier Ja, im Wasser eine Charismaerhöhung nein, sich nein, nein, aufhängt nein. und dadurch entstanden. Ihr seid auch wieder komplett regeneriert, habe ich eben noch nicht gesagt, über die Zeit im Dschungel. Charisma könnt ihr dann auch wieder entfernen, also diesen Malus. Und dann gibt Wascher merkwürdige Zeichen von sich. Der Rodrigo gibt die Zeichen zurück. Was? Ja, Was? Wascha, was möchtest du denn Was? sagen? Ich will einfach nur mit dem Finger oben zeigen, nach dem Motto, mich hat einer gesehen. Also Finger hoch und auf die Augen, quasi nach dem Motto, da hat mich einer gesehen. Also das kann ich selbst ohne irgendeine Sprache zu beherrschen, wollte ich das eigentlich doof Ja, aber es kann wegmachen, halt auch aber. sein, dass du jemanden gesehen hast, ne? Das ist jetzt halt nicht zu Ja, erkennen. ich habe Also, ja auch jemanden gesehen, aber irgendwas hat sie gesehen. Rodrigo nickt dir zu und scheint langsam mit den Füßen strampeln zu wollen, um ein Stück weit aufzutauchen. Da würde ich, nee, nee, nach dem Motto, nicht auftauchen, dich weiter nach unten mit der Hand ziehen. Wie Frosty meint, dass wir dann verharren können quasi. Nur verzichte ich halt einfach ein bisschen mit, wenn Also du mit dich dem halt Bambus führen habt ihr lassen unter würdest. Wasser alle Zeit der Welt. Aber wenn Wascha sich bewegt, dann ja, dann ist das eine weitere Schwimmprobe. Also zumindest wenn du von dieser Stelle weg willst. Rodrigo orientiert sich dann mal, wenn er jetzt hier so also von ihr aufgehalten wurde, wo wohl ungefähr der Steg ist, dass man unter den Steg kann. Gute Idee. Würfel mal 2W20. Und dann würfelst du mir ein W4.
23 Meter nach Ost. Also die grobe Richtung ist hier klar und das sind dann so 20, 25 Meter so ungefähr. Ja, Rodrigo zeigt in die Richtung vom Steg und zeigt da so ein paar Mal hin und möchte ihr versuchen ganz gerne zu erklären, dahin. Und das dahin ist natürlich ein bisschen Attack wahrscheinlich. Ja, aber das, also du hast die Probe geschafft, das passt auf alle Fälle. Kannst du mir einfach mitziehen? Also, weißt du ja jetzt, was er mitziehen will er nicht, weil wenn du ein Stück weit zu tief sinkst, dann wird das Röhrchen auf jeden Fall unter Wasser gedöppt, das will er dann nicht. Also, Rodrigo, du kommst da ohne Probleme hin, es ist ja, jetzt nicht mehr weit. Also, für sozusagen beim Schwimmen sozusagen auch immer gucken, ob sie mitkommt, also sprich ruhig auch mal kurz einmal schauen. Warte. Wir würfeln jetzt eine Schwimmprobe, und zwar verdeckt. Du kannst dir die erschweren, und die Erschwernis bekommt Wascher als Erleichterung. Vielleicht tauche ich jetzt auch auf. Ja, also, ja, also wie viel willst du denn erschweren oder nicht erschweren? Ich hab doch, du hast gesagt verdeckt, ich ist in der Box drin. Steht genau, doch, das willst du plus zwei. Deine... Okay, plus haben, zwei, dann ich hab dann... plus zwei eingetragen. Okay, ich muss erstmal auf dem Remote, dann kann ich das sehen. Achso, Entschuldigung, du bist auf dem Remote und würdest einfach nur gucken, da steht doch ein plus zwei. Ja, genau, steht drin, aber ich musste eben erstmal connecten. Wascher, deine Probe ist um 4 Punkte erleichtert. Juhu. Oh Gott, ich ertrinke. Ach, das Schwimmen null, du kannst gar nicht schwimmen. Ich kann nicht schwimmen. Rodrigo, du kannst erkennen, das wird auf alle Fälle nichts. Wascher kommt immer wieder mit dem Kopf nach oben und das kurz vor dem Steg, also du bist auf alle Fälle ein herausragender Schwimmer in diesem Fall, versuchst sie mitzuziehen und hilfst sie auch noch weiter mit dem Bambusstöckchen, aber sie bewegt sich einfach sehr, sehr ungelenk, sehr unförmig. Das gelingt ihr an Land auf alle Fälle sehr, sehr viel besser. Und kurz vor dem Steg kommt sie dann wieder mit dem Kopf nach oben. An dieser Stelle machen wir erstmal weiter mit der Fadaios und Yalan. Die sind auf alle Fälle, wenn sie wollen, weiter herangeschlichen. Das würde in der Zeit funktionieren. Nicht schleichen, sondern eine weitere sich verstecken Probe und sie ist erschwert um 3 Punkte. Nee. Kann ich zu Hause bleiben? Du kannst jetzt auch an der Stelle bleiben, dann lässt du den Ferdi einfach weitergehen. Nun, dann schicke ich ihn alleine vor. Ich bleib hier hinten. Beobachte ja, das Risiko mal. Kannst du einschätzen, das ist gar kein Problem. Richtig, ich beobachte dann mal die Fläche und schaue so, ob er sich da irgendwelchen Blödsinn einhandelt. Ja, du kannst sehen, wie er einige Meter dann vor dir verschwindet und kurz vor den vor der Häuserfront kannst du sehen, wie er dann sehr ungeschickt wieder auftaucht aus dem Fahren und dann hinhuscht zu einer der Häuserwände. Das haben auf alle Fälle die Maraskaner gesehen. Wir machen mal kurz eine Sinnschärfeprobe für die Kamortgarde. Zwei Leute, die auf der Straße stehen, wie gesagt. Ich würde an dieser Stelle gerne eine kurze Korrektur anbringen. Der Plan war eigentlich, dass wir uns quer zum Dorf, zur Küste bewegen und von dort aus eine bessere Sicht kriegen und nicht direkt rangehen. Es macht vermutlich keinen Unterschied, ich wollte es nur gesagt haben. Okay. Weil vom Wasser sollte man ja die Schiffe dann auch besser sehen können. Ja, du kannst sehen, wie beide Kamortgardisten in Richtung Feld gehen und zwar zu diesem Haus, wo Ephadaios gerade an der Häuserwand steht und sie ziehen auch ihre Nachtwinde. Wie weit sind die weg? Die gehen noch sehr gemächlich, die haben auf alle Fälle irgendwas gesehen, sicher sind sie sich nicht, sie unterhalten sich kurz. Entfernung grob 30 Meter. Habe ich das mit Ephadaios bemerkt? Ja. Gibt es dort irgendeine Möglichkeit, sich zu verstecken? Ein Verschlag, Holzbretter, die die Sicht versperren, einen Brunnen? Also, die Sichtversteckenprobe hattest du eben, das heißt, du kriegst keine neue. Du könntest jetzt kurz überlegen, kein Brunnen, kein weiterer Fahren, also wenn du jetzt zurückkehrst aufs Feld, das geht nicht. Eine Kletternprobe, um aufs Holzhaus zu kommen, würde aber gehen und das muss leise geschehen, also einmal Schleichenproben hinterher würfeln. Einmal schleichen und einmal klettern.